Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag den Dutch, eurer Anlaufstelle für Regelfragen rund um das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Auch heute habe ich euch wieder eine Vielzahl an interessanter und ja, vielleicht sehr spezieller Regelfragen mitgebracht. Falls ihr Regelfragen selber noch haben solltet, dürft ihr gerne unter der aktuellsten Version von oder der aktuellen Ausgabe von Frag den Judge eure Regelfragen stellen. Versieht euren Kommentar einfach mit dem kurzen Hashtag Frag den Judge und eurer einfachen Regelfrage und erhaltet von uns eine Antwort entweder im nächsten Video oder direkt im Kommentar selber, entweder durch unsere Community oder durch mich selber. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst auch nicht, das Video zu liken und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch unsere Frag den Judge Ausgaben auf keinen Fall verpasst. Fangen wir heute mit einer Karte an, die seit dem Erscheinen der Megatins 2020 für sehr viel Furore, aber auch dementsprechend für viele Fragen gesorgt hat, nämlich den rotäugigen dunklen Dragoner. Die Fragen dazu lauten heute: Kann eine Karte wie bodenlose Fallgrube verwendet werden, um den rotäugigen dunklen Dragoner zu zerstören und ihn zu verbannen? Beziehungsweise kann man mit dem Effekt von dem rotäugigen dunklen Dragoner verhindern, dass er zerstört und verbannt wird? Fangen wir mal erstmal an mit dem ersten Teil der Frage. Die bodenlose Fallgrube kann als Reaktion auf die erfolgreiche Beschwörung eines Monsters mit 1500 oder mehr Angriffspunkten aktiviert werden. Sie versucht, diese Karte zu zerstören und wenn sie das tut, wird das Monster anschließend verbannt. Der rotäugige dunkle Dragoner verfügt über einen permanenten Effekt, der ihn vor der Zerstörung durch gegnerische Karten beschützt. Dieser Effekt gilt, sobald er erfolgreich als Spezialbeschwörung beschworen wurde. Das bedeutet, dadurch, dass die bodenlose Fallgrube erst als Reaktion auf die erfolgreiche Beschwörung eines Monsters aktiviert werden kann, funktioniert die bodenlose Fallgrube an der Stelle nicht mehr, weil dann der permanente Effekt von dem rotäugigen dunklen Dragoner bereits wirkt. Das heißt, er ist bereits zu dem Zeitpunkt, wo die Fallgrube aktiviert werden kann, vor Zerstörung geschützt. Wenn wir mal annehmen würden, dass der rotäugige dunkle Dragoner zerstört werden könnte, könnte ich aber auch hier an dieser Stelle seinen Annullierungseffekt benutzen und die Aktivierung und den Effekt der bodenlose Fallgrube aktivieren, weil sich der Dragoner ja bereits erfolgreich beschworen auf dem Spielfeld befindet. Wenn ihr also den Dragoner also nicht auf dem Feld haben wollt, müsst ihr dafür sorgen, dass der Effekt, der diese Karte beschwören würde, nicht erfolgreich aufgelöst werden kann, indem ihr diesen Effekt entsprechend annulliert. Die zweite Frage beschäftigt sich mit einem doch sehr interessanten Thema, das uns von Zeit zu Zeit mal wirklich ereilt, nämlich einem Erratum, also der Änderung eines Kartentextes. Die Frage ist, ab wann gilt eigentlich ein Erratum? Ein aktuelles Beispiel dafür wäre Makura, der Zerstörer. Bei einem sogenannten Erratum, also der Änderung eines Kartentextes, gilt immer genau dann der Kartentext, sobald er in der offiziellen Kartendatenbank aktualisiert wurde. Man muss halt zwischendurch mal in diese Datenbank auch mal reinschauen, beziehungsweise teilweise bekommt man das durch einige Spoiler von Sets schon mal im Vorfeld halt mit, dass eine Karte einen Reprint bekommt und sieht auch sofort, dass da auch schon ein aktualisierter Kartentext drinsteht. Dieser Kartentext ist aber auch wirklich erst dann wirksam, wenn er auch in der offiziellen Kartendatenbank von Konami geändert wurde. Vorher gilt dieser Kartentext halt noch nicht. Das bedeutet, sollte beispielsweise eine Karte schon einen neuen Kartentext in der Datenbank schon stehen haben, gilt er auch zu dem Zeitpunkt, wo er auch wirklich veröffentlicht wurde. Selbst für Karten, die noch einen alten Kartentext haben, wird genau dieser neue Kartentext angewendet. Man muss im Zweifelsfall aber auch auf der englischen Version der Kartendatenbank halt reingucken, weil teilweise einige Kartendatenbanken auch in anderen Sprachen erst nachträglich noch halt aktualisiert werden, führen das also in meisten Fällen immer die englische Version einer Karte. Gucken wir nun auf einen spezielleren Kartentyp, nämlich den Toon-Monstern. Und hier war die Frage, ob bei den Toon-Monstern das Toon in dem in der Kartenbox, wo auch dann der Typ der Karte drin steht, als eigentlicher Monstertyp behandelt wird, oder ob das sowas wie eine Ergänzung ist, wie zum Beispiel bei den Empfängermonstern, wo ein Empfänger hinter der Typbezeichnung des Monsters halt drin steht. Also dieser Subtyp Toon in dem Fall ist wirklich kein eigener Monstertyp selber. Zu den Monstertypen selber gehören so etwas wie Krieger, Ungeheuer, geflügeltes Ungeheuer, Hexer oder. Der extra Zusatz Toon, dadurch, dass er auch an der zweiten Stelle in der Box oben in der ersten Zeile halt drin steht, sagt auch ganz klar schon mal an, dass es halt kein eigener Monstertyp schon mal sein kann. Das ist nur eine zusätzliche Ergänzung zu bestimmten Karteneigenschaften, wie sie beispielsweise Empfänger mit sich bringen oder Zwillingsmonster. Also von daher, lasst euch da nicht verwirren. Wenn ihr bestimmte Karten habt, die zum Beispiel auf einen bestimmten Monstertyp, wie zum Beispiel Krieger oder ähnliches reagieren, ihr werdet für solche Karteneffekte niemals den Typ Toon vorfinden, weil er einfach kein eigener Monstertyp ist. Kommen wir nun zu einer Karte, die im Zusammenhang mit dem rotäugigen dunklen Dragoner
wieder interessanter geworden bzw. extrem stark geworden ist. Die Rede ist nämlich von der Raubpflanze Werte Anaconda. Die Frage an der Stelle war, kann man auf die Aktivierung des Effektes von Raubpflanze Werte Anaconda mit beispielsweise einem Effektverschleierin reagieren, wenn sich zu dem gleichen Zeitpunkt eine magische Schmelze auf dem Spielfeld des Gegners oder der man selber halt befindet? Ja, das funktioniert. Und zwar aus dem einfachen Grund. Die magische Schmelze verhindert, dass Effekte annulliert werden können, die eine Fusionsbeschwörung durchführen. Bei der Raubpflanze Werte Anaconda ist es so, dass sie selber keine Fusionsbeschwörung durchführt, sondern nur die Effekte von Karten kopiert, die eine Fusionsbeschwörung durchführen können. Sie übernimmt also nur 1:1 den Effekt der Karte, aber führt selber keine Fusionsbeschwörung durch. Das heißt, an dieser Stelle darf man da tatsächlich auf den Effekt von Raubpflanze Werte Anaconda mit beispielsweise einer Effektverschleierung reagieren und den Effekt von Raubpflanze Werte Anaconda annullieren und so verhindern, dass das entsprechende Fusionsmonster beschworen wird. Kommen wir nun zu einer äußerst beliebten Kombination im Zusammenhang mit der Raubpflanze Werte Anaconda, nämlich zusammen mit der rotäugigen Fusion. Die Frage an der Stelle war, kann ich mit dem Effekt von Raubpflanze Werte Anaconda eine rotäugige Fusion auf den Friedhof legen, um damit einen rotäugigen dunklen Dragoner zu beschwören? Die Frage kam deshalb auf, weil nämlich die rotäugige Fusion selber halt besagt, dass man die Fusionszauberkarte nicht aktivieren darf, wenn man in dem gleichen Zug schon ein Monster beschworen hat, beziehungsweise man darf halt in dem gesamten Spielzug keine andere Beschwörung durchführen, indem man rotäugige Fusionen benutzen möchte. Man muss ja ein bisschen differenzieren. Man kann tatsächlich mit Raubpflanze Werte Anaconda einen rotäugigen dunklen Dragoner über die rotäugige Fusion beschwören. Warum ist das so? Bei dem Fusionseffekt von der rotäugigen Fusion ist es halt wirklich so, dass der Kartentext, der besagt, dass man in diesem Spielzug keine anderen Beschwörungen durchführen kann, nur für die Aktivierung der Zauberkarte selbst gilt. Also eine Beschränkung für die Aktivierung der Zauberkarte, nicht für die Verwendung des eigentlichen Effektes. Raubpflanze Werte Anaconda kopiert nur den Fusionseffekt von der rotäugigen Fusion. Die Beschränkung, dass man in diesem gleichen Spielzug keine Beschwörung durchführen darf, gilt also an dieser Stelle für den Effekt von Raubpflanze Werte Anaconda nicht. Und man kann im Vorfeld quasi beliebig viele Beschwörungen durchführen, den Effekt von Raubpflanze Werte Anaconda benutzen und ab dann ist auch tatsächlich Schluss, weil die Raubpflanze selber besagt ja, dass man ab nach der Aktivierung des Effektes für den Rest des Spielzuges keine weiteren Spezialbeschwörungen durchführen darf. Normalbeschwörungen sind aber deswegen noch ganz normal möglich. Also von daher muss man da ein bisschen differenzieren an der Stelle zwischen der Raubpflanze Werte Anaconda und ihrem Effekt und dem eigentlichen Effekt der rotäugigen Fusion inklusive bzw. exklusive an der Stelle der Beschränkung, wann man die Zauberkarte selber aktivieren darf. Werfen wir nun mal einen Blick auf das Dino-Deck und eine der wichtigsten Schutzkarten des Dino-Decks selber, nämlich den Faschidosaurier. Hier kam die Frage, ob der Schutzeffekt von Faschidosaurier, wenn er aus der Hand abgeworfen wird, um alle Dinosaurier vor Karteneffekten zu schützen, sowohl für die Main-Phase 1 als auch für die Main-Phase 2 gilt oder nur in der Main-Phase, in der er abgeworfen wird. In dem Fall ist es halt so, dass der Schutzeffekt von dem Faschidosaurier nur während der Mainphase gilt, in der man den Dino halt abgeworfen hat, also entweder in der Mainphase 1 oder der Mainphase 2. Das liegt ganz einfach daran, dass der Kartentext ganz explizit diese Mainphase tituliert oder halt benennt. Wenn es so wäre, dass der Schutzeffekt von dem Faschidosaurier während beider Main-Phasen gilt, müsste der Kartentext ein bisschen anders lauten. Zum Beispiel müsste in dem Fall sagen, während der Main-Phase dieses Spielzuges beispielsweise. Das heißt, hier muss man ganz genau halt auf den Kartentext halt achten, denn durch das eine Wort dieser Main-Phase wird ganz klar festgelegt, dass der Schutzeffekt von dem Faschidosaurier wirklich nur während der Main-Phase 1 oder der Main-Phase 2, je nachdem, wann man ihn halt abgeworfen hat, auch seine Wirkung halt hat. Werfen wir nun einen Blick auf eine Beschwörungsart, die eigentlich eher selten genutzt wird, nämlich die Flip-Beschwörung. Die Frage an der Stelle war, zählt eine Flip-Beschwörung, wie beispielsweise die von einem Menschenfresser, Käfer oder einem beliebigen anderen Monster, als Spezialbeschwörung? Nein, das tut sie nicht. Eine Flip-Beschwörung ist eine Sonderform der Normalbeschwörung, die aber die einzige Normalbeschwörung, die man während eines Spielzuges hat, nicht aufbraucht. Das bedeutet, sollte ich von einem vorherigen Zug bereits beispielsweise drei Monster verdeckt auf dem Spielfeld liegen haben, bin ich dazu in der Lage, diese Monster als Flip-Beschwörung zu beschwören, kann aber trotzdem noch meine zur Verfügung stehende Normalbeschwörung nutzen, um ein weiteres Monster auf das Spielfeld bringen. Wenn man sich das Regelbuch ein bisschen auch näher anguckt, findet man die Flip-Beschwörung auch als eigene Beschwörungsform zwischen der Normalbeschwörung und der Spezialbeschwörung. Hier wird auch nochmal beschrieben, wie so eine Flip-Beschwörung an sich halt funktioniert und dass man halt auch tatsächlich die Normalbeschwörung noch weiter zur Verfügung hat. Wir wechseln nun, und das meine ich sogar sprichwörtlich, zu einem anderen Deck, nämlich dem Heldendeck. Konkret geht es hier um die Karte Maskenwechsel 2. Die Frage war, kann man mit Maskenwechsel 2 eigentlich auch ein Link- oder Exis-Monster als Ziel wählen, um damit ein entsprechendes Monster zu beschwören?
Es geht einfach ganz einfach darum, ob man diese Karte Ziel wählen kann, weil nämlich Link und Exis-Monster kein Level haben. Nein, das funktioniert genau aus diesem Grund auch nicht. Denn Maskenwechsel macht einen Vergleich mit dem Level eines Monsters, was man als Ziel gewählt hat. Und damit man diesen Vergleich auch tatsächlich halt anstellen kann, muss das Monster auch ein Level besitzen, um sich daran zu orientieren, dass man ein Monster mit einem höheren Level als das gewählte Monster halt beschwören kann. Besitzt ein Monster kein Level, kann man auch diesen Vergleich nicht anstellen. Von daher sind Link-Monster und Orexis-Monster, weil sie kein Level besitzen, keine validen Ziele für den Effekt von Maskenwechsel 2. Machen wir nun weiter mit einer Karte, die vor allem in Zauberkarten-armen Decks ein sehr, sehr beliebtes Zuhause gefunden hat, wie beispielsweise einem Altergeist-Deck. Die Frage war, wenn ein kaiserlicher Befehl offen auf dem Spielfeld liegt und der Gegner beispielsweise eine Ausrüstungszauberkarte wie das Bösauge der Selene hat, welches in dem Fall die Gorgonen-Kaiserin der Bösaugen ausrüstet, was passiert dann mit der Ausrüstungskarte? Wird sie zerstört? Beziehungsweise, wenn sie nicht zerstört wird, inwiefern betrifft sie noch das Monster, das sie ausrüstet? Also zunächst einmal annulliert der kaiserliche Befehl nur alle Zaubereffekte auf dem Spielfeld. Das heißt, Karten werden prinzipiell erstmal nicht zerstört. Bei Ausrüstungskarten ist es auch so, dass sie nur dann zerstört werden, wenn das entsprechende Monster, das sie ausgerüstet haben, das Spielfeld verlässt oder verdeckt wird. Dadurch werden sie dann entsprechend durch eine Spielmechanik zerstört, weil das entsprechende Ziel nicht mehr auf dem Spielfeld sichtbar zur Verfügung steht. Ansonsten, wenn man Ausrüstungskarten loswerden möchte, hilft halt nur noch ein Effekt, der die Ausrüstungskarte vom Spiel nimmt, sei es durch Zerstörung oder durch Verbannen oder auf die Hand geben. Unter kaiserlichem Befehl ist es nun auch so, dass also die Ausrüstungskarte erstmal liegen bleibt prinzipiell, aber man kann die Effekte der Zauberkarte nicht mehr benutzen. Das heißt, in dem Beispiel, wie es hier genannt war, würde das Bösauge der Selene nicht verhindern, dass die Gorgon durch gegnerische Karteneffekte gezielt bzw. durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden kann. Außerdem würde sich zwar der Effekt, wenn der Effekt des ausgerüsteten Monsters sich aktivieren würde, der Effekt der Ausrüstungskarte selber auch aktivieren. Allerdings wird der Effekt während der Auflösung durch den kaiserlichen Befehl annulliert und ändert dementsprechend auch nicht die Angriffspunkte des ausgerüsteten Monsters und fügt auch einem selber halt keinen Schaden zu an der Stelle. Also passiert mit der Zauberkarte effektiv halt nichts, sie bleibt ganz normal liegen, hat nur dummerweise keine Wirkung mehr unter dem Effekt von kaiserlichem Befehl. Mit der letzten Frage des heutigen Tages beschäftigen wir uns mit einer Karte, die von ja wirklich jedem mehr oder weniger gehasst wird, nämlich der mystischen Mine. Die Frage ist, wenn mystische Mine auf dem Spielfeld liegt und der Gegner beschwört beispielsweise einen Schwarzflügel-Panzermeister, darf dann dieser seinen Effekt aktivieren oder einen Angriff deklarieren? Nein, das ist beides nicht möglich. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass die mystische Mine nicht die Monster auf dem Spielfeld betrifft, sondern die Spieler dementsprechend daran hindert, Monstereffekte zu aktivieren oder Angriffe zu deklarieren. Also sind dementsprechend Monster, die selbst die Monster, die von Karteneffekten unberührt sind, wie der Schwarzflügel-Panzermeister oder auch der Überfallraptor, Ultimativer Falke oder auch ein Clifford Genie, alle diese Karten sind halt von Zaubereffekten oder generell von Karteneffekten unberührt, sind unter mystischer Mine trotzdem halt nutzlos, wenn der entsprechende Spieler halt mehr Monster als der Gegenspieler halt besitzt. Ganz einfach aus dem Grund ist das Wording halt wirklich hier oder der Kartentext wirklich sehr eindeutig. Der Spieler wird daran gehindert, Monstereffekte zu aktivieren oder Angriffe zu deklarieren. Also von daher ist diese mystische Mine wirklich eine extrem mächtige Karte und dementsprechend auch sehr, sehr störend. Ja, das waren sie wieder, unsere 10 Fragen aus der heutigen Ausgabe von Frag den Judge. Solltet ihr jetzt noch offene Fragen haben, schaut mal gerne in die anderen Ausgaben unserer Frag den Judge-Reihe mal rein. Vielleicht ist eure Regelfrage in ähnlicher Form ja auch schon vorhanden. Sollte dem nicht so sein, schreibt einfach eure Regelfrage unter dem Hashtag Frag den Judge unter dieses Video und dann werden wir euch zeitnah eure Regelfragen beantworten und vielleicht schafft es eure Frage ja auch in unsere nächste Ausgabe von unserer Frag den Judge-Videoreihe. Ich hoffe, ihr hattet eine ganze Menge Spaß, habt eine Menge gelernt und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!